Machen wir es mal noch einfacher, gell? Wir haben da so einen Ausdruck. Und da möchten wir als erstes immer die Klammern auflösen. Das geht ganz einfach. Ich kann die Klammer und das Vorzeichen davor weglassen. Und wenn da ein Plus ist, dann bleiben die Vorzeichen in der Klammer gleich. Das heißt, x, Plus und Klammer lassen wir weg. Dann steht jetzt da das x und das hat dieses nicht geschriebene Vorzeichen Plus. Und schon haben wir diese Klammer aufgelöst. Und in dem Fall funktioniert das so. Ich kann die Klammern weglassen, das Vorzeichen weglassen. Aber wenn jetzt vor der Klammer da ein Minus steht, dann drehen sich die Vorzeichen in der Klammer um. Also x, Minus und Klammer lassen wir weg. Da steht das x, das hat dieses Plus davor, aus dem wird ein Minus. Aus diesem Plus wird ein Minus. Und schon haben wir die Klammer aufgelöst. Da haben wir so ein mega Beispiel mit vielen Klammern. Immer braucht sich das nur anschauen. Ich schreibe das am besten in die Zeile direkt drunter und fange jetzt bei den runden Klammern an, die aufzulösen. Also, geschwungene Klammer, die lasse ich mir. Eckige Klammer, die lasse ich mir. Die runde Klammer kann ich weglassen. Ich muss nur schauen, was ist da für Vorzeichen davor. Da steht nichts und immer wenn nichts da steht, ist das unser Plus. Also lasse ich es einfach weg. Die Vorzeichen bleiben erhalten. Die nächste Klammer, die runde, die können wir weglassen und das Vorzeichen auch. Jetzt ist es aber ein Minus, das heißt, da drinnen drehen sich alle Vorzeichen um. Also aus diesem Plus x wird ein Minus x, aus diesem Plus 2y wird ein Minus 2y. Die runde Klammer ist weg, die eckige Klammer lassen wir da. Das Minus und die runde Klammer können wir weglassen, wenn wir die Vorzeichen da drinnen aber umdrehen. Also wird aus diesem Plus 3x wieder Minus 3x, aus diesem Plus y wieder Minus y. Runde Klammer weg, geschwungene Klammer bleibt. Das Minus und die runde Klammer können wir weglassen. Aus diesem Plus 2x wieder Minus 2x, aus diesem Plus 4y wieder Minus 4y. Nächste Zeile. Die geschwungene Klammer lasse ich noch. Jetzt ist die innerste Klammer die eckige Klammer. Die können wir weglassen. Davor steht nichts. Also bleiben die Vorzeichen erhalten. Weglassen. Da ist keine Klammer mehr. Da ist keine Klammer mehr. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, die geschwungene Klammer, da steht der Plus davor, die können wir einfach weglassen. Ja, und dann haben wir gesagt, damit wir uns da nicht verlieren, tun wir alles das, was gleich ist, zusammenfassen. Aber immer mit dem Vorzeichen davor, gell? Also ich habe da plus x und ich unterstreiche mir das immer. Plus x minus x ist 0. Minus 3x ist minus 3x. Minus 2x ist minus 5x. Fertig. Minus 5x. Dann nehmen wir mal von mir aus eine andere Farbe. Plus y, minus 2y, jetzt sind wir bei minus y. Minus y ist minus 3y. Minus 4y ist minus 7y.
Fertig.